Karriere bedeutet für mich mehr als die klassischen Karrierebegriffe von möglichst schnell, möglichst hierarchisch aufsteigen und viel Geld verdienen. Karriere bedeutet für mich, sich beruflich weiterzuentwickeln, dabei Interessen und Fähigkeiten zu erlernen und zu entwickeln, aber auch persönliche Ziele zu setzen und zu erreichen. Wir vom Career Services Center, wir sind verantwortlich für die Schnittstelle zwischen Studium und Arbeitswelt. Konkret heißt das, wir beraten Studierende in allen Fragen, die sie haben rund um das Thema Karriere und Jobeinstieg. Wir organisieren verschiedene Karriereveranstaltungen, wo sich Unternehmen und Studierende kennenlernen können. Wir betreiben ein Online-Jobportal und Informationszentrum um das Thema Karriere und sind auch Experten, wenn es darum geht, die Themen Campus-Marketing und Generation Y und deren Erwartungen an die Arbeitswelt zu besprechen. Ich denke, viele finden auch einen Job, aber es geht dann nicht darum, nur einen Job zu finden, sondern den richtigen Einstieg nach dem Studium. Und da bin ich schon überzeugt, dass die Verantwortung der Universität nicht bei der Übergabe des Diploms aufhört, sondern eben auch, dass wir sie unterstützen müssen, dass sie den richtigen Einstieg finden. Und darum gehört für mich ein Karriere-Services-Center eigentlich an eine Universität als Service-Dienstleistung, die sehr zentral auch ist. Konkret kommen Sie schon zu uns, wenn es darum geht, die erste Praktikumsstelle oder auch den Einstieg nach dem Studium anzugehen. Und da kommen Sie eigentlich mit verschiedenen Themen auf uns zu. Zum einen geht es darum, wenn Sie Informationen brauchen bezüglich, ja, wo gibt es mögliche Einstiegsstellen, welche Bereiche, Branchen, Unternehmen passen zu mir, in der sogenannten Orientierungsphase. Dann aber auch konkret, wenn es darum geht, Inputs zu kriegen bezüglich Bewerbungsunterlagen, wie das Ganze aussehen muss. Und dann aber auch Themen wie Interview-Training, Assessment-Center, Case-Study-Training oder auch, wenn es dann so weit kommt, dass Sie einen Arbeitsvertrag haben, dass Sie zu uns kommen und uns fragen, ob das so in Ordnung ist. Also generell kann ich sagen, dass die HSG-Studierenden das Thema Berufseinstieg sehr seriös angehen und sich auch entsprechend Zeit nehmen und eigentlich auch gut vorbereitet sind. Ich glaube, Fehler, die wir oft sehen, ist, dass sie vielleicht sich etwas blenden lassen von starken Brands und sich gar nicht fragen, passe ich überhaupt in diese Branche, in dieses Unternehmen? Das ist ein typischer Fehler. Ein weiterer vielleicht, dass sie sich zu wenig genau informieren, sich auch ihre Bewerbungen zu wenig spezifisch auf eine Stelle oder ein Unternehmen ausrichten. Und dann vielleicht die dritte Problematik ist, dass sie sich vielleicht etwas überschätzen im Sinne von, wie schnell es dann nach dem Einstieg in die nächste Funktion geht. Also nach 2-3 Jahren sind die wenigsten Manager und da haben schon einige noch das Gefühl, dass sie dann sehr schnell auch in höhere Führungsfunktionen kommen. Also ich würde sagen, zum einen ist sicherlich, geh die Jobsuche und Karriereplanung aktiv an, selber an und verlass dich nicht auf Dritte. Das zweite ist, plane deine Karriere nicht zu langfristig, weil in den ganzen Karriereplanungen kommen immer andere Wege und von daher ist eine mittelfristige Planung sinnvoll. Und das dritte ist sicherlich, sei dich selber und mache einen Job, suche einen Job, der dir Spaß macht. Also ich glaube, auch hier generell sind die HSGler sehr gut positioniert, haben eigentlich eine gute Ausgangslage auf dem Arbeitsmarkt. Ich denke, die beliebtesten sind diejenigen, die sich sicherlich während dem Studium schon praktische Erfahrung gesammelt haben, die sich auch extracurricular engagieren in Vereinen zum Beispiel, die aber auch gute Noten mitbringen, die international schon ein Austauschsemester gemacht haben und viele Sprachen sprechen. Ich glaube, das sind sicherlich so diejenigen Studierenden, die sehr gut ankommen. Diejenigen, die weniger gut ankommen, sind sicherlich eher die, die gar nicht so genau wissen, was sie wollen, sich einfach mal bewerben, die vielleicht sich das ganze Studium auch nicht mit dem Thema Jobsuche auseinandergesetzt haben, entsprechend auch keine Erfahrung mitbringen und dann erst in der letzten Minute denken, ach, ich muss jetzt auch noch einen Job finden. Also ich glaube, das eine, das sind diese sogenannten Hard Facts, die ich vorher erwähnt habe, also eben praktische Erfahrung in relevanten Bereichen, gute Noten, zusätzliches Engagement, eine gewisse Internationalität. Das sind für mich so die Hard Facts und das ist es oft auch, sind die Faktoren, was es braucht, um überhaupt von der Bewerbung in ein Interview zu kommen.
Nachher aber ganz entscheidend ist dann die Persönlichkeit, dass man sich selber kennt, dass man weiß, was man will, ob man auch zum Unternehmen passt, ob man ins Team passt. Und das sind dann oft die Faktoren, die es dann ausmachen, ob man eben vom Interview danach eine Job-Offer kriegt oder ob es dann eben nicht funktioniert.